So, da sind wir wieder an dieser Stelle mit der Leiter. Und mache ich das doch diesmal einfach so, dass ich direkt da oben die Kurbel abschieße. Dazu muss ich irgendeinen Pfeil auswählen. Ihr seht übrigens da unten diese Leiste mit den Sachen nicht so gut. Das liegt daran, dass ich in 16 zu 10 aufnehmen muss, aber für YouTube das dann in 16 zu 9 schneide. Da viele schwarze Ränder nicht mögen und ich dachte, die Alternative hier unten ein klein bisschen von der Leiste nicht zu sehen ist, besser. Als wenn ihr dann die schwarzen Ränder habt, die viele nicht mögen. Wollte ich nur nochmal erwähnen, es hatte ich irgendwie vergessen, in letzter Zeit das mal anzusprechen. Bei vielen Spielen geht's, da kann ich eine 16 zu 9 Auflösung auswählen, kein Problem, und dann spielen, aber dadurch, dass ich einen 16 zu 10 Monitor habe, gibt's bei manchen Spielen, die stellen sich dann an und die wollen dann nicht. Und ja, deswegen. Irgendwie ist hier gerade keiner, aber irgendwie traue ich mich trotzdem nicht, da durchs Licht dann die Leiter zu gehen. Ich glaube, da war wer. Ich glaube, diesmal hat's aber geklappt. So, da gibt's jetzt ganz viele Sachen. Da hinten ist noch ein Fenster. Ich gehe erstmal da rein. Das wollte ich, glaube ich, beim letzten Mal machen. Das heißt, ich muss aufstehen und Anlauf nehmen. Oh nein, nein, nicht schon wieder. Ach nö, das gibt's doch nicht. Wieso verraffe ich immer diesen Sprung? Fängt ja mal wieder gut an. Übe ich das halt nochmal 10-mal. Kriegen das schon hin. Irgendwann. So. Stumpfer Pfeil. Und dann. Ist da gerade irgendein Karo geschlichen? Jetzt hatte ich die falsche Taste gedrückt, aber. Au, okay. Siehst du, jetzt auch noch falsche Taste gedrückt. Das ist ja mal wieder super gelaufen. Man verzeihe mir meine. Kann ich den Pfeil bitte wieder haben? Eine Unfähigkeit. Also nicht aufstehen. Leertaste drücken. Komm schon. Eben hat er das noch. Ach. Wieso macht ihr das nicht immer? Ich hatte beim letzten Mal. Ich gehe jetzt mal da rein. Beim letzten Mal, also bei der eben, bei dem ersten Versuch in dieser Aufnahme. Habe ich diese Leertaste gedrückt, also dass man dieses Huschen macht. Und dann ging das auch. Und eben ging es nicht. Ich weiß nicht warum. Dann lasse ich die Wache sich jetzt einfach mal beruhigen. Wir können halt auch dann da hinten hin, aber ich will halt erstmal diese Fenster checken. Ich wollte jetzt. Naja, geil. Wenn wir schon hier sind, können wir natürlich auch gerade mal hier so hoch. War ich hier? Weiß gar nicht. Aber ich meine, hier müssen wir eh lang. Ich wollte ja, wie gesagt, eigentlich nur diese zwei Fenster da mir anschauen. Beute mitnehmen und dann weitergehen. Und aus irgendwelchen Gründen brauche ich jetzt echt viel zu lang dafür. Dann gehen wir doch erstmal rechts in das Fenster. Diesmal hat es mit dem Huschen wieder geklappt. Ich brauche so eine konkrete Richtungsangabe. Ich habe mich zu viel bewegt. So, dann haben wir nämlich hier noch so einen Füller. Und. Oh, Goldbesteck. Eine Tür, die man nicht öffnen kann. So, damit hätten wir erstmal das wieder geschafft. Schön geduckt bleiben. Das Gebäude sieht nicht so aus, als könnte man da rein. Zumindest nicht von der Seite. Unten ist natürlich noch was. Was ist hier los? Was ich auch ganz schlecht finde. Ich Ich kriege glaube. ihn, bevor er mich kriegt. Shit. Ich kann, komme natürlich jetzt nicht aus dieser Ecke raus. Ich
glaube, das war bei Dishonored zu ähnlich. Leider. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Dass, wenn die so einen Sprungangriff machen. Was? Ich will weg hier. Liegt da jemand? Nein, trink. Das sieht nach Ärger aus! Ah, fuck. Was? Keinen Schritt weiter! Also wenn er so einen Sprungangriff oder einen anderen Angriff macht, dass er sich danach hinstellt und nicht wieder duckt, wenn ich vorher geduckt war. Das finde ich ein bisschen blöd. Das könnte man eigentlich so automatisieren, wenn ich geduckt bin und einen Angriff mache, dass ich danach auch wieder gleich in die Duckhaltung gehe und dass er dann nicht einfach gerade stehen bleibt. Weil man dann ja nochmal schneller entdeckt wird. Okay, aber ich denke, das haben wir jetzt ganz... Naja, gut, ist was anderes, aber wir haben es hingekriegt. Die Typen beklaut, das, was da unten noch steht, haben wir auch gekriegt. Und jetzt nochmal das Fenster. Komme ich von da aus besser hin? Nee, komme ich auch nicht besser hin. Der besagte Sprung. Der schwierige. Aufstehen muss ich. Ich werde speichern jetzt mal. Ich hab's. Einmal hab ich's doch geschafft. Wieso nicht wieder? Leiter ist. Oh, Moment, da ist auch noch Beute. Lalala, Beute. Versteck mich! Ich hab Berthas Blumenbrosche zu Oxford Perry gebracht. Was? Der mit seiner Brosche. Das ist nicht das Schlimmste. Ich wollte unterwegs in einer Gasse pinkeln und da ist mir das Ding in die Kanalisation gefallen. Du solltest beten, dass dich die Schwermut früher erwischt als Bertha. Ich muss immer noch irgendeine Brosche finden. Nochmal. So, jetzt sind wir blöderweise wieder an dieser Stelle. Ich hatte eigentlich da oben vom Fenster gespeichert, aber als ich das laden wollte, hat mich das Spiel ins Hauptmenü geschmissen und gesagt, es wären Daten beschädigt. Ich konnte dann gar nichts mehr laden und ich musste das Spiel neu starten und diesen Speicherpunkt hier hat es mir jetzt aber geladen und ja, wir müssen jetzt leider nochmal von hier aus weitermachen. Im Prinzip jetzt gerade die letzten 10 Minuten Aufnahme umsonst gewesen. Aber ich denke, ihr habt vielleicht auch euren Spaß dabei, mich versagen zu sehen, deswegen lasse ich das drin. Und wir probieren das Ganze halt jetzt nochmal zum x-ten Mal. Ich werde das mit dem Fenster jetzt auch nur noch einmal testen und wenn es nicht klappt, wenn ich den Sprung wieder nicht hinkriege, gehen wir einfach zum Quest weiter. Denn ich vermute, hinter dem Fenster wird wahrscheinlich auch nur, keine Ahnung, ein Füller sein. Versteck mich! Ich habe Berthas Blumenbrosche zu Oxford Perry gebracht. Was? Warum? Das ist nicht das Schlimmste. Ich wollte unterwegs in einer Gasse pinkeln und da ist mir das Ding in die Kanalisation gefallen. Du solltest beten, dass dich die Schwermut früher erwischt als Bertha. So, dann haben wir wenigstens die Beute. Da hinten bei dem Fenster gehe ich sowieso nachher weiter. Also noch einmal diesen Sprung. Ich muss gerade mal... Ich speichere jetzt nochmal F5. Ich hoffe, dass diesmal das frisst. Rennen ist diese Taste. Okay, ich renne. Ich drücke Rennen, aber trotzdem... Ne. Was ist da? Wer schleicht da herum? Möchte es einfach nicht. Kann auch sein, dass ich... Ich bin jetzt irgendwie gerade... ja, geizig. Vielleicht muss ich auch einfach... Nein, später abspringen. Ich weiß nicht, ob ich das nicht mehr hinkriege. Das gibt's gar nicht. Ich hab's schon da hingebekommen. Ich weiß doch ganz genau. Hab ich's nicht letzte Runde sogar zweimal hinbekommen, also bei der letzten Aufnahme. Ich bin halt auch so verdammt neugierig. Ich will halt dann auch irgendwie wissen, was hinter dem Fenster ist, auch wenn es jetzt irgendwie nur so ein Zimmer mit einem, keine Ahnung, goldenen Messer oder ein Füller drin ist. Ich will's wissen. Das ist echt so... Aber, ja, was mache ich denn jetzt? Ich komme da einfach nicht mehr rüber.
Deswegen hasse ich auch übrigens die meisten Jump'n'Run-Spiele. Und dergleichen, also, oh Gott, ich bin immer so schlecht im Rumspringen. Dann holen wir uns doch wenigstens die Sachen nochmal. Das ärgert mich jetzt schon. Aber was soll man machen? Ich könnte natürlich auch mal da. Wahrscheinlich ist der Witz, dass ich nicht springen dabei gedrückt halte. Schnell rennen oder irgend sowas. Wer weiß. So, hier haben wir doch noch ein bisschen was. Nehmen wir das doch mit. Richtig viel. Gut. Da hinten scheinen mehrere Gebietsübergänge zu sein, zu denen wir aber wohl noch nicht müssen. Gerade noch kein Quest zu. Ich glaube, das Seil kann ich nicht klettern. Nee, das geht auch da so rüber. Okay. Der Eimer steht natürlich richtig fies da. Der steht nämlich so, dass man dagegen stolpern soll. Die Sache schwieriger zu machen. Aber darauf falle ich nicht rein. So dumm bin ich dann doch nicht. Würdest du dich da auf den Balken runterlassen? So, Bilderrahmen, Brosche, was wir hier alles haben. Wirkt auch immer so ein bisschen fehl am Platz. Das ist auch so ein Kritikpunkt, finde ich, an diesem Spiel. Die haben hier so die Umgebung so schön dreckig und verrottet und so gemacht. Das ist eigentlich ganz nett. Das ist aber halt dann, was dann halt an Beute rumliegt, passt aber überhaupt nicht rein. Das finde ich ja so ein bisschen schade, dass dann irgendwie sich nicht irgendwas anderes ausdenken konnten. Kann man da über diese Balken hüpfen? Ah, da ist auch noch so ein Seil-Pfeil-Dingens. Das probieren wir mal aus. Speichern. Achtung, ja, jetzt wieder springen, ne? Tisse. Hä? Geht mir immer die Pumpe. Ich kann Horrorspiele spielen, aber wenn ich springen muss... halte ich die Luft an. Da jetzt wahrscheinlich das Seil dran. Oh nein, ich habe kein Seil mehr. Das wäre Nummer 8. Nein! Schade. Da kommen wir erstmal nicht hin. Hier lungert auch nicht zufällig irgendwie ein Verkäufer rum. Ist der Sprung... Den Sprung schaffe ich nicht, aber was ist mit nach unten, wenn ich jetzt hier runtergehen will? Tue ich mir dann weh? Vielleicht nicht, wenn ich den Typ angreife. Das machen wir. Geht doch. Ich denke, da hinten, da müssen wir irgendwann anders noch mal hin. Irgendwann anders. Du bist eine Wache, ne? Können die ganzen Dealer irgendwie nicht mal signalisieren, ob sie Dealer sind, damit ich weiß, bei wem ich was kaufen kann und wer mich festnehmen will? Ich bin gerade so unschlüssig. Okay, damit habe ich meine Antwort. Jetzt bist du Aalfutter! Okay. Den lassen wir dann mal in Ruhe.
Und ach, das sind die zwei wieder. Ah. Okay. Dann kann es sogar sein... War ich dann vielleicht auch mal bei diesen Fenstern, wo ich vorhin irgendwie von der anderen Seite aus... Was kann natürlich auch sein. Das wäre dann echt Zeitverschwendung gewesen, aber na gut. Bin mir nicht sicher. Dann peilen wir jetzt unser Questziel an. So, rechts ist niemand mehr, aber links noch einer. Ich glaube aber, der ist weit genug weg. Kannst du mal... Der hatte nämlich Gold dabei. Oh, ich sehe nicht, wo ich hingehe. So viel Gold, aber es ist verflucht, verflucht, verflucht. Mist, verdammt, muss es in der Kanalisation lassen, darf nichts verraten. Sie werden mich verfolgen und im Schlaf töten. Gott, was ist, wenn Sie die Schwermut sind? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn wer die Schwermut ist? Was prappelt der die ganze Zeit? Ich muss irgendwann nochmal gucken, ob ich... in die Kanalisation komme. Hallo. Ach so, ich muss ja dahinter. Jetzt könnte ich natürlich ungestörter probieren mit dem Sprung. Na, habt ihr Lust, dass ich das nochmal mache? Da geht's euch auch schon auf die Nerven. Huch. Nee, also wenn ich keinen nicht Anlauf nehme, will er erst recht nicht springen. Nein. Füllen wir das wieder auf und dann geht's weiter. Ach so, ouch. Das war ja diese Stelle. Ich nicht so genau weiß, wie ich da jetzt eigentlich rüberkomme. Und an dieser Brücke ist nichts. Deswegen bin ich erstmal in diese andere Richtung gegangen. Ach ja, so war das. Ja, ich in Orientierung. Moment mal. Wie wäre es einfach, wenn wir diesen Hebel benutzen? Gut. So geht's auch. Dann geht's zum neuen Kapitel, Schmutzige Geheimnisse.